Warum gibt es Softblei? Warum gibt es Hartblei? Was soll ich wann verwenden? Warum gibt es überhaupt diese zwei Alternativen? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute geht es mir im Video darum, warum wir hier Softblei haben, aber warum es auch immer noch Hartblei gibt. Wo liegen die Vorteile, die Nachteile? Wann solltet ihr was verwenden, wenn ihr die Möglichkeit habt, überhaupt unterscheiden zu können? Also sprich, wenn ihr zu Hause taucht, wenn ihr die Sachen selbst mitnehmt, dann könnt ihr euch natürlich entscheiden. Auf den Tauchbasen im Urlaub ist das meistens sehr begrenzt. Meistens gibt es nur die ein oder andere Bleiart. Da hat man nicht so die Möglichkeiten, aber jetzt gehen wir davon aus, dass ihr hier bei uns tauchen geht und dass ihr euch entscheidet, was nehme ich denn für ein Blei. Fangen wir mal an mit dem klassischen Hartblei. Das gibt es normalerweise in 2 Kilo Stücken, in 1 Kilo Stücken. Es gibt da noch ein halbes Kilo Stück, aber das ist eher selten zum Gebrauch, außer man steckt es sich einfach noch irgendwo in die Tasche, dass man sagt, ich will noch ein halbes Kilo Reserve mit dabei haben. Standard ist hier aber schon einfach 1 Kilo oder 2 Kilo zu nehmen. Manchmal gibt es auch 2,5 Kilo Bleistücke. Auch das ist natürlich ganz praktisch, wenn man einen Bleigurt taucht. Dann spare ich mir die zusätzliche Tasche. Also wenn ich ein Softblei tauchen würde, dann habe ich nicht die Möglichkeit, das direkt am Gurt zu verstauen. Dann brauche ich wieder eine Tasche am Bleigurt, wo ich dann das Softblei reinstecken kann. Wenn ich aber auf einen ganz klassischen Bleigurt gehe, dann, auch wenn ich da vielleicht nur 1, 2, 3 Kilo drauf packe als Ergänzung zu meinem V-Weight, P-Weight oder was ich sonst am Bleisystem dabei habe, dann ist es natürlich schon praktisch, hier ein Hartblei zu haben. Das fädel ich hier mit den Schlitzen, die auf dem Blei drauf sind, auf meinen Bleigurt auf und kann dann den ganz bequem anziehen. Und ich habe nicht noch zusätzliche Taschen, wo dann wieder irgendwas wegsteht oder das Ganze nochmal mehr Volumen bekommt. Wenn ich mir das jetzt hier mal einfach so anschaue, 2 Kilo Hartblei, 2 Kilo Softblei, also da ist das Hartblei dann schon deutlich praktischer, wenn ich es an einen Bleigurt packe. Ansonsten kann man das Hartblei auch noch sehr gut verwenden für dieses Dripstone, ja, Bleimontageteil. Also das ist etwas, das wird einfach aufs Gurtband draufgelegt. Ja, also ihr legt hier das Gurtband durch, das kann das Schultergurtband sein, aber auch der Bauchgurt. Also überall da, wo wir Gurtband haben, kann man das anbringen, gerade beim Seitmann-Tauchen vielleicht auch interessant. Und das funktioniert zum Beispiel auch mit Hartblei. Also da wird hier das Blei durchgesteckt und dann wird das hier mit diesen Bändern über Kreuz befestigt, hält dann hier am Gurtband. Also auch hier braucht ihr zwingend Hartblei, damit das funktioniert. Und man sieht einfach, es ist immer ein bisschen kompakter, wenn man hier mit diesem Hartblei arbeitet, wenn man nur dieses Blei hat. Wenn ich aber jetzt zum Softblei kommend mit Bleitaschen arbeite, wenn ich mit Bleitaschen arbeite, tue ich mich natürlich deutlich leichter mit Softblei, weil diese Bleitaschen auch oftmals eine konische Bauform haben. Die sind selten wirklich wie ein Würfel gebaut, sondern die sind hier immer ein bisschen spitz zulaufend. Und da kommt es mir natürlich dann schon zugute, dass ich hier beim Softblei das Ganze nach unten drücken kann und es im Prinzip dann wieder ein bisschen kleiner bekomme oder es eben auch in die Länge drücken kann, damit ich länger bin und so halt einfach ja, das Blei schöner verteilt habe. Diese Möglichkeit habe ich hier nicht und darum ist es für Bleitaschen das Softblei eigentlich schon interessant. Ich zeige euch das jetzt mal, wir haben hier ein 2 Kilo Bleistück, das können wir jetzt hier reinmachen. Ja, und jetzt ist schon noch viel Luft, dann können wir hier vielleicht nochmal ein Kilo Bleistück mit reinstecken. Jetzt hat das Ganze knautscht sich, es wird auch hier jetzt ein bisschen eckiger. Jetzt könnte ich sogar hier oben vielleicht noch ein halbes Kilo mit reinkriegen. Ja, einfach ein bisschen stopfen. Hier unten gibt es dann auch nach. Ja, also ich kann ja jetzt hier auch ein bisschen eben nachgeben. Und wenn ich das jetzt hier drüber ziehe, dann habe ich hier eine mega volle Bleitasche, die dann hoffentlich auch noch in den Halter des Ganzen reinpasst. Aber auch das bekommen wir hier mit ein bisschen Mühe hin. Und dann bringe ich hier schon sehr viel Blei in diese Bleitasche rein. Aber ihr seht schon, ganz so komfortabel ist das dann nicht mehr. Also ich denke, hier habe ich es jetzt ein bisschen übertrieben. Nehmen wir vielleicht mal ein halbes Kilo raus. Was man hier noch reinbringen kann, hier das oberste, das nehmen wir wieder raus. Machen wir hier zu und dann
hoffe ich jetzt aber auch, dass es funktioniert, dass wir die Bleitasche zubekommen. Und ja, dann mit ein bisschen Drücken klickt sie dann zu und dann haben wir hier eine sehr volle Bleitasche. Schauen wir jetzt gleich nach, wie viel drin sind, aber ich denke, das sind jetzt irgendwas um die 3 Kilo. Das ist halt dann einfach ein bisschen schöner verteilt, das Ganze. Ja, das Ganze, ihr seht schon, das ist dann wie ein Bleistück, aber in dieser Form. Und das ist halt der Vorteil am Softblei, dass wenn ich mit Bleitaschen arbeite, ich halt hier sehr, sehr viel reinbringe. Wenn man hier noch ein bisschen basteln möchte, ich habe ja hier nur jetzt einfach ein großes Zwei-Kilo-Stück genommen und dann ein 1-Kilo-Stück. Da kann man vielleicht dann auch noch mal ein bisschen rumbauen, dass man sagt, ich nehme jetzt doch vielleicht lieber hier ein paar mehr von den 0,5ern und von den 1 Kilo. Vielleicht kriege ich es dann so geschachtelt, dass ich doch noch das halbe Kilo reinbringe, dass ich jetzt hier bei der Variante nicht mehr geschafft habe. Also da ist man halt mit Softblei deutlich flexibler. Das ist dann letztendlich jetzt auch so meine Empfehlung. Softblei nehmt ihr am besten für Bleitaschen. Das ist es hervorragend geeignet. Da kriegen wir am meisten rein und das Ganze fühlt sich auch noch irgendwie ein bisschen softer an. Und Hartblei verwenden wir für den Bleigurt, also für die Bleigurtmontage oder eben für so Montagesysteme wie das Dripstone, wo dann irgendwo am Gurt nochmal Blei befestigt werden kann. Das war es dann auch schon zum Unterschied Softblei, Hartblei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal, schaut andere Videos, lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.